Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Messtechnik, über Messung elektrischer Größen. Diesmal gehen wir aber ziemlich abstrakt vor, also nicht, ist eigentlich allgemeine Messtechnik, muss man sagen. Und zwar, wir haben einiges gehört jetzt, ja? Gehört, wie man Spannungen misst, wir haben gehört, wie man Ströme misst, wie man Leistungen misst, wie man Widerstände misst und wir haben auch gehört, wir machen Fehler. Wir machen Fehler in der Messung. Jetzt wollen wir uns ein bisschen anschauen, was heißt das überhaupt, ich mache einen Fehler in der Messung? Was bedeutet das? Schauen wir mal Messen an. Messen heißt, ich möchte irgendeine Eigenschaft eines Objektes, einer physikalischen Größe feststellen. Das kann jetzt der Strom, Spannung, Widerstand und so weiter, was wir alles durchgemacht haben, aber das gilt nämlich auch für Längenmessung, Gewichtsmessung. Das ist vollkommen irrelevant. Das Ding hat ein Gewicht oder es hat eine Länge, es hat einen Strom, es hat eine Spannung und die möchte ich wissen. Es gibt also eine Eigenschaft des Objektes, die ich bestimmen möchte. Und diese Eigenschaft hat einen sogenannten wahren Wert. Es gibt einen wahren Wert. Das ist das, was wirklich hat. Und dann messe ich das und das Messgerät sagt mir irgendwas an. Das ist der angezeigte Wert. Also wenn das der XW ist, der wahre Wert, und das der XA, ist der angezeigte Wert. In einer idealen Welt sind die zwei gleich. Idealer Wert haben wir nicht, wissen wir, jetzt machen wir einen Messfehler. Und dieser Messfehler F ist der angezeigte Wert minus den wahren Wert. Also wenn ich zu viel anzeige, ist der Messfehler positiv. Also was weiß ich, wenn ich messe und ich messe, das hat 1,20 Meter und in Wirklichkeit hat es nur 1,19 Meter, ja, habe ich 1 Messfehler, plus 1. Wenn es 1,19 Meter hat und ich messe 1,18 Meter, dann habe ich minus 1 Messfehler. Ja. Das ist der Messfehler oder der sogenannte absolute Messfehler. Absoluter Messfehler heißt es. Der hat die gleiche Einheit wie die Messgröße selbst. Messe ich Ampere, habe ich da einen absoluten Messfehler von so und so viel Ampere. Messe ich Meter, habe ich da einen absoluten Messfehler von so und so viel Meter. Absoluter Messfehler ist einfach die Differenz zwischen dem wahren Wert und dem angezeigten Wert. Manchmal gibt man Messfehler auch in Prozent an. Bezogene Messfehler heißen. Das ist der absolute Messfehler, kann man sich vorstellen. Und da gibt es bezogene Messfehler. Das ist dann, wie groß ist diese Abweichung jetzt einzuschätzen. Ja? Es ist natürlich ein Unterschied, wenn ich ein Ding, was einen Meter hat, messe und ich kriege halt außer 1 Meter und 0,5 Millimeter, okay, der absolute Messfehler 0,5 mm. Ja? Oder wenn ich was misse, was 1 cm hat und ich misse um 0,5 mm zu viel, das ist wesentlich ärger. Ja? Weil da bin ich ja eigentlich, obwohl der absolute Messfehler gleich ist, 0,5 mm, ja? Stellt euch vor, wenn ich nur einen Millimeter messen will, ja? Und habe eine Abweichung von einem halben Millimeter. Ja? Das ist ja dann 50%. Ja? Die Hälfte davon ist schon Abweichung. Das ist ja kein Messen mehr. Deswegen gibt es nicht nur den absoluten Messfehler, sondern auch die bezogenen Messfehler. Und da gibt es einen bezogenen Messfehler, F, bezogen auf den wahren Wert. Und das ist halt dieser absolute Messfehler, dividiert durch den wahren Wert. Also, XA minus XW dividiert durch XW. Um bei einem Beispiel zu bleiben, ja? Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwas mit 1000 mm messe, das soll der wahre Wert sein, ja? 1000 mm, und ich messe 1000,5 mm, das ist der angezeigte Wert. Ja? Was habe ich da für einen Messfehler, bezogenen Messfehler, absolute Messfehler F ist
0,5 mm. Okay, bei diese zwei. Und der FW ist 0,5 mm dividiert durch den Warenwert 1000 mm. Und da sehen wir schon, da kommt einmal nichts mehr raus. Ne? Das hat keine Einheit mehr. Prozent können wir sagen. Jetzt muss ich da irgendwo meinen Taschenrechner suchen. Ah, hier. Ja. Schauen wir uns das an. 0,5 dividiert durch 1000, das hat 2000stel natürlich, ja, ist gleich 0,0005. Ja. Oder das sind, wenn ich es mit 100 multipliziere, 0,05%. 0,5 mm klingt schon wenig, ja, und 0,05% Messfehler. Okay. Und jetzt schauen wir uns das an, wenn das 1 mm ist. Ja, der wahre Wert und 0,5 mm ist der Mess und ich messe 1,5 mm, ja, dann ist dieser absolute Messfehler noch immer 0,5 mm. Ja. Da hat sich nichts geändert, weil ich bin 0,5 mm weit weg. Ja. Und jetzt schauen wir uns das an. Der bezogene Messfehler 0,5 mm durch 1 sind 0,5, ja, und das sind 50%. Puh, 50% Fehler, na, da schrillen natürlich die Alarmglocken. Ja? Also diese bezogenen Messfehler haben schon einen Sinn. Ja? Das ist der bezogene Messfehler. Der ist auf den Warenwert. Und dann gibt es noch einen bezogenen Messfehler, bezogen auf den Messbereichs N-Wert. F dividiert durch den sogenannten MBE. MBE. Auf den Messbereichs Endwert. Gottes Willen, was ist das? Ja. Meine Messgeräte hier, die haben normalerweise einen maximalen Wert. Ja. Da kann ich messen, mit dem Messgerät da zum Beispiel, kann ich messen da bis 10 Ampere. Ja. 10 Ampere ist der Messbereich Endwert. Ja. Es ist nämlich ein bisschen unfair schon, wenn ich das auf die wahre Größe beziehe, weil wenn ich ganz was Kleines misse, ja. Stellt euch vor, ich will jetzt messen mit einem normalen Thermometer, ja, möchte ich meine Körpertemperatur bestimmen. Ja. Und das ist ein Raumthermometer und der hat eine Skala A Grad, eine Gradskala. Und ich möchte wissen, ob ich 37,5 oder 37,8 habe. Da werde ich brausen gehen können. Ja. Das heißt, dieser Messfehler, das ist einfach, wenn man den aufs Messgerät bezieht, auf den Messbereichsendwert, kann man eine Aussage treffen, wie genau ist das Messgerät selbst. Nicht wie genau bestimme ich den Wert, sondern wie genau ist das Messgerät selbst. Wenn ich einen Thermometer habe, der bis 10 Grad geht, kann ich das relativ genau machen. Wenn ich einen Thermometer habe, der zwischen 0 und 1000 Grad ausmessen kann, ja, dann will ich keine Grad ablesen können. Okay? Das ist nämlich der Messbereichsendwert und der bleibt dann auch relativ konstant. So, wir machen einen absoluten Fehler von 0,5 mm und mein Messgerät hat 5 Meter, dann habe ich eigentlich einen relativ guten bezogene Messgröße auf den Messbereichsendwert. Also da hier, der Messbereichsendwert ist immer das Maximale, was mein Messgerät so messen kann. Damit kann ich Messgeräte vergleichen. Wie gut ist ein Messgerät? Auch das ist in Prozent, weil das sind ja immerhin auch physikalische Einheit, also bleiben wir bei dem Millimeter und da unten sind auch Millimeter, kommt wieder nichts außer oder Prozent. Also die Dinger da sind Prozent. Da muss ich es aber mit 100 multiplizieren. Mal 100 in Prozent.
Das ist also ein Messfehler. Die Differenz zwischen Warenwert und angezeigtem Wert. Und wir haben ja auch schon einen Messfehler berechnet. Wir haben auch gesehen, wir machen Messfehler aufgrund der Innenwiderstände. Es ist jetzt so, es gibt zwei unterschiedliche Messfehler. Okay? Nämlich das, was wir da jetzt herausgefunden haben. Diese Messfehler, die einfach entstehen aufgrund der Methodik, die wir verwenden. Wir können ja nicht aus. Unser Messgerät hat diese Innenwiderstände. Wir wissen, wir messen zu wenig. Wir wissen das. Wir wissen sogar, wir messen zu wenig. Das haben wir ja ausgerechnet. Solche Messfehler, die in der Methodik der Messung selbst begründet liegen, heißen systematische Fehler. Die sind im System einfach da. Es gibt systematische Fehler. Aufgrund meiner Messmethode, meines Messsystems, mache ich systematische Fehler. Das sind üblicherweise Sachen, die sich nicht vermeiden lassen, weil wenn ich nämlich eine andere Methode wähle, dann könnte ich ja vielleicht einen systematischen Fehler vermeiden. Dann werde ich natürlich die andere Methode wählen. Systematische Fehler liegen also in der Messmethode selbst. Die liegen in der Messmethode selber. Kann ich nicht vermeiden. Was einen systematischen Fehler aber jedoch auszeichnet, er hat einen Betrag und er hat eine Richtung. Wir haben ausgerechnet, bei der Spannungs- und Strommessung, wir messen zu wenig. Wir messen zu wenig, er hat eine Richtung. Hat Betrag und eine Richtung. Oder auch ein Vorzeichen. Also systematische Fehler liegen zwar in der Messmethode begründet, haben aber einen Betrag und eine Richtung. Und wenn ich diesen Betrag und diese Richtung kenne, dann kann ich die herausrechnen. Dann kann ich einfach das in die andere Richtung dazuzählen wieder, weil ich weiß, ich misst zu wenig. Also zähle einfach das dazu. Sie sind korrigierbar. Das heißt, sie sind rechnerisch korrigierbar. Ich kann die herausrechnen. Das ist das Tolle am systematischen Fehler. Ich mache sie zwar, kann sie nachher aber aus meinen Messergebnissen eliminieren. Das ist gut. Systematischer Fehler. Blöderweise sind das nicht die einzigen Fehler, die wir machen. Es gibt nämlich dann auch noch die sogenannten zufälligen Fehler. Und zufällige Fehler sind wesentlich bästiger. Zufällige Fehler entstehen nämlich, wie der Name schon sagt, zufällig. Aufgrund irgendwelcher Abweichungen, die ich nicht berücksichtigen kann. Zufällige Abweichungen, weiß ich nicht, Sonnenwinde, vollkommen egal, ich bin nicht ausgeschlafen, ich schaue nicht gescheit hin, lese einen Blödsinn ab. Zufällige Sachen, die halt die Unvollkommenheit des in Messgerät oder Messobjektes irgendwie widerspiegeln, aber das entsteht einfach. Ich mache Ablesefehler, ich mache hin und wieder gibt es irgendwo eine Reibung und dann bewegt sich das halt nicht so optimal und dann reißt es los und dann hin und wieder zieht es vielleicht ein bisschen.
zufällige Messfehler entstehen einfach so. Ja? Die entstehen aufgrund zufälliger Ereignisse. Ich schreibe das gar nicht hin, weil das sagt jeder Name schon. Ja? Die Sache ist aber dann, wenn es irgendwie zufällig ist, dann hat es keinen Betrag und keine Richtung. Ja? Jeder zufällige Fehler hat zwar einen Betrag und eine Richtung, aber einmal ist positiv, einmal ist negativ, einmal ist er weiter weg, einmal ist er näher da. Ja? Hat keinen Betrag. Und Richtung. Das heißt, meine Messergebnisse, die Ergebnisse streuen, heißt es. Streuen um den wahren Wert. Also ich habe irgendwo einen wahren Wert und ich messe rund um den wahren Wert, zufällig irgendwie zieht das da rum, mein angezeigter Wert. Das ist ein Streuen um den wahren Wert, nennt man das. Die kann ich also auch nicht rechnerisch beseitigen. Das Einzige, was ich machen kann, wenn man sich jetzt das anschaut, da ist der wahre Wert und da ist mein angezeigter Wert. Das hier ist der wahre Wert. Und wenn man sich einen typischen zufälligen Fehler anschaut, dann ist der einmal da. Dann ist er da, dann ist er da, dann ist er da, dann ist er da, dann ist er da. Und jetzt zeichnen die auf, wie oft erwische ich die einzelnen Werte und da ergibt sich nachher so ein Gebirge rundherum. Und da erkennt man nachher, aha, okay, rund um den wahren Wert sind die Messergebnisse häufiger. Und man kann noch, also man bekommt dann so eine Häufigkeitsverteilung. Rund um den wahren Wert. Ja. Und dann kann man sagen, okay, der Mittelwert für alle Messungen, die ich so durchführe, ja, das ist der wahre Wert. Ich kann also durch statistische Methoden und Mittelwertbildung ich messe nicht einmal, sondern ich messe 20 Mal, mache einen Mittelwert, dann bin ich relativ okay dort. Ja. Mittelwertbildung, andere statistische Methoden. Kann man da anwenden. Ja. So wirklich optimal ist ab 70, 80 Messungen. Ja. 70, 80 Messungen. Dann bin ich ziemlich gut dort, bei einem zufälligen Fehler. Systematische Fehler, so kann ich rechnerisch korrigieren. Zufällige Fehler kann ich nicht rechnerisch korrigieren, muss ich halt einen Mittelwert bilden oder muss damit leben. Mit einer gewissen Restunsicherheit. Das kommt dann darauf an, wie breit ist das da. Das sind dann verschiedene Klassen, wie. Es ist nämlich ein Unterschied, ob das so ausschaut oder ob das so ausschaut praktisch. Wenn es so scharf ist, dass ich die meisten Messwerte eh da rund um den wahren Wert habe, dann passt es eh. Wenn es so weit eigentlich ist, das heißt, wenn die Messung da fast genauso wahrscheinlich ist wie die Messung, na, da wird es aber dann kritisch. Weil dann kann ich nicht sagen, es ist nämlich ein Unterschied, ob ich jetzt einen Tisch messe und der ist 2 Meter lang und ich messe einmal 2,20 Meter und einmal 1,80 Meter und ich mache einen Mittelwert draus und sage 2 Meter passt schon. Ja? Und habe plus minus 40 cm, na, da möchte ich nicht wissen. Ja? Wenn ich einmal 2 Meter und 1 Millimeter und einmal 1,99 Meter und 9 Millimeter messe, das ist was anderes. Ja? Weil da bin ich eh bei beide ungefähr dort. Ja? Das ist das, was das zeigen soll. Ja? Je schärfer, je weniger Ausbreitung diese Ungenauigkeit hat, desto besser bin ich eigentlich beieinander. Ja? Das wird auch von den,
von den Herstellern angegeben. Die geben halt an, Messgenauigkeit plus minus 1% vom Messbereichsendwert. Ja? Wenn der Messbereichsendwert 10 Ampere ist, so wie da, und ich habe 1%, ja, habe ich 0,1 Ampere Genauigkeit. Ja? 0,1 Ampere. Alles, was da drin ist, ist halt irgendwie zufällig verteilt rund um den Warenwert. Das sind die Fehler. Ja? Absolut, ein wahrer Wert, angezeigter Wert, ergibt den absoluten Messfehler, kann ich beziehen auf den wahren Wert, dann kriege ich 1% draus. Wenn ich das Messgerät selbst beurteilen will, beziehe ich es auf den Messbereichsendwert, kriege ich ebenfalls 1% draus. Und das sind die Fehlerklassen, systematische Fehler und zufällige Fehler. Systematische Fehler liegen in der Messmethode selber, haben einen Betrag und ein Vorzeichen, kann ich wegrechnen. Zufällige Fehler entstehen zufällig, kann ich nicht wegrechnen, streuen um den wahren Wert, muss ich mit statistischen Methoden, Mittelwertbildung oder so irgendwie minimieren, wenn mich das interessiert oder damit lieben. Messfehler. Wer misst, misst, misst. So heißt es. Ja. Das ist jetzt wieder ein Video zur Messtechnik gewesen. Es wird ein weiteres Video, es wird weitere Videos zur Messtechnik geben. Ja? Und zwar schauen wir sie noch ein bisschen an, wie schaut das aus, wenn ich andere Größen messen will, wie elektrische. Bis jetzt haben wir elektrisch gemessen. Gell? Jetzt schauen wir sie ein bisschen an, ja, wie ist das, wenn ich andere Größen messen will. Und wieso sind da elektrische Messungen ebenfalls notwendig? Das kommt nachher in den nächsten Videos. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.